Freunde, ich bin jetzt Michael Autoaktiv. Haben wir mal aufs Fahrrad geschwungen. War eine kleine Fahrradtour. Bin nun weg, zu Hause, in der Heimat. Fahren jetzt mal, wie ich damals schon versprochen hatte, Richtung Schellbruch. Ich glaube, heute, wenn wir hinkommen, da haben wir ein Fahrrad unterwegs, sind wir ein bisschen mehr Meter. Aber okay, wenn ihr Spaß habt, dann bleibt dran, kommt einfach mit. Auf geht's, los. So, wir befinden uns hier im Lauerholz. Ein natürlich bewirtschaftetes Forstgebiet. Was schreit er so? Das ist ein Streiter. So, das war mal eine öffentliche Straße. Hat man jetzt gesperrt, haben so eine kleine Umgehung gebaut irgendwo. Richtung Schlüdup, Straße hier mitten durch den Wald gesperrt. Können die Radfahrer nutzen. Fahren wir hier rein, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Gut. Ja, das ist doch gut. Da wollen wir ja hin. Der Amtsstadt, wo das kanadische Haus da ist. Ja. Ich auch aufs Auto gesagt. Flop, flop, flop. Keine Ahnung. Ja. Zum Förster oder was? Ist mal doch mal wahr, Förster oder sowas, ne? Da vorne jetzt. Aber wir müssen ja rechts, links runter. Da geht die Umgehungsstraße jetzt lang dahin. Ich hänge fest, ich hänge fest. Brauchst du noch mehr Kastanien, Schatz? Brauchst du noch mehr Kastanien? Hallo. Kannst kommen. Okay, geht. Ja, die Trabe. Und dann da hinten sind dann die Weltunternehmen, sowas wie Harvester. Da lachst du, gell? Ist aber so. Am Baum hat es umgelegt. Apfelbaum. Komm ich nicht dran, doch, da. Blöd. Ist klar, da, wo man drankommt, haben die Leute natürlich schon alle abgepflückt. Auch klar. Mal gucken, wie er schmeckt. Der da umgekippt ist. Ja. So, hier oben hinter diesem Ball befindet sich so eine Spülfläche. Da pumpen sie dann diesen ganzen ausgegrabenen Schmodder, der für die Vertiefung der Trabe und der umgebenden Gewässer hier abgesaugt wird. Da pumpen sie alles hier rein. Deswegen Vorsicht, Lebensgefahr. Haben sie schon so viel Schmodder hingefahren, dass es zu viel wird? Oder kann man das als Dünger nehmen? Wer weiß.
Hier wachsen Astern. So, wir nähern uns dem Herrentunnel. Früher mal Herrenbrücke, die hier mit dem Trabe ging. Führt hier aus dem Tunnel drunter durch. Ja, hier steht es dann jetzt auch geschrieben. Hier. Ja, Treten der Spülfläche verboten. Lebensgefahr. Ja, hier schöne Farbe, guck mal. So, hier hinter dieser Absperrung geht es im Tunnel, der dann hier unter dem Traben durchführt. Wir fahren jetzt da hinten lang, über den Eingang des Tunnels drüber weg. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Natürlich. So, wir fahren jetzt wieder hier rüber. Port Authority, wann immer das auch sein mag hier, Lübeck. Juhu! Da sitzen die Kollegen Fischreier. Nicht Fischreier. Wie heißen sie? Kormorane, ne? Ja. Ja, Kormorane, nicht Fischreier. Was ist Quatsch? Roski, du bist alt und senil. Ja, an der Wag jetzt auch ganz viele. Kormorane? Ja, die saßen da und haben gewartet. Ja. Jede Menge. Ja, die fressen alles weg. Fahrradzeichen ist da unten, ne? Dann gucken wir mal. Was ist das, der Haubentaucher? Oder sowas? Da, guck. Alles voller Hopfen hier. Eine Wildblumenhecke. Der Fischer da hinten in der Ecke. Macht Netze ganz oder sowas. Ja, Freunde, da kommt gerade ein dickes Ding. Der fährt jetzt irgendwo nach Lübeck rein in den Hafen. S und SL, ja. Und bei Kronen ist irgendwas Schwedisches, ja? Würde ich mal sagen. Oh, hier riecht es nach irgendetwas. Also irgendwas, was nicht natürlich in der Natur vorkommt. So. Gut, der Wind steht günstig. Da vorne ist, glaube ich, gleich die Schwartauer Werke. Wer weiß, was sie da gerade produzieren. Da liegt mir der ganze Müllraum, der hier so im Fluss rumschwimmt.
Tja, da fährt er. Dass der hier reinpasst. Ja, kleine Flüsschen. Unglaublich. So, ein letzter Blick. Wir biegen jetzt hier zum Schellbuch auf, oder? Gucken, was die Vögel so machen. Sind bestimmt welche da jetzt. Dann geht's da weiter. Dort. So, wir nähern uns jetzt mal so eine Aussichtsplattform. Von der aus man dann so ein bisschen dieses Rastgebiet der Zugvögel hier beobachten kann. Dann werden wir mal kurz anhalten und ein paar Bildchen machen. Okay, bleibt mal dabei. Ja, schon das dritte Mal heute. Ja? Ja, Glück gehabt. Kann aber auch ein Fuchs sein oder so. Also. Ja. Aber das zieht sich dann durch, ne? Dann hauen sie alle ab. Ja. Bis da hinten rüber, egal. Ich gehe schon wieder runter. Das kann man nicht völlig sagen. Ja. Da sitzen die. Ja, Leute, da war doch mal ein Schild. Ich denke mal, das ist jetzt erst der Anfang hier, dass hier so viel. Da wird bestimmt noch mehr los. Vor allem demnächst, wenn die Wanderung dann fahren wird. Tja, hier ist ordentlich was los. Die Überquerung der Travemünder Allee. Die Richtung, wo wir jetzt gucken, geht es Richtung Travemünde. In die Richtung geht es Richtung Lübeck, Stadtmitte. So eine kleine Runde gedreht, jetzt fahren wir wieder ins laue Holz. Ja, Freunde, das war mal so ein kleiner Einblick in Schellbuch mit Anfahrt. Abfahrt kennt ihr schon, haben wir schon gesehen. Soll es noch was Interessantes geben, zeige ich es euch, aber ich glaube eher nicht. Ja gut, und wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen hoch. Und lasst mal ein Abo da, würde mich freuen. Auch über diverse Kommentare. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Micha.